Die Hansestadt Stade liegt etwa 45 Kilometer weiter von Hamburg entfernt, und zwar an der Unterelbe. Sie ist eine Handelsstadt. Um 650 nach Christi entstand eine befestigte Besiedlung, auch gut für die Fischer. Nachdem die Wikinger um 995 die Stadt geplündert hatten, entstand die Hansestadt um das Jahr 1000. Bis ca. 1640 wurde die Stadt von den Schweden gehalten und war eben im Dreißigjährigen Krieg besetzt. Um diese Stadt hat man sich echt geprügelt. Da muss doch was dran sein. Hallo Camping- und Reisefreunde. Ich begrüße euch hier in der Stadt Stade. An der Stadt muss ja was dran sein, weil sie so heiß begehrt war. Und ja, tatsächlich ist hier etwas dran. Ich möchte euch kurz diese Stadt zeigen, damit ihr wieder ein Reiseziel habt, was sich wirklich lohnt. Die Stadt Stade ist hier im guten alten Land gelegen. Das alte Land kennt man mit viel Kultur, gutem Essen und Trinken und den tollen Äpfeln im Herbst. Wir schauen mal hinein und ihr entscheidet, ob diese Stadt für euch eine Reise wert ist. Auf Übernachtungsmöglichkeiten gehe ich nachher auch noch mal ein. Schaut mal rein. Ja, hier kann man hervorragend frühstücken, in diesem kleinen Stadtcafé. Unter dem Rathaus gibt es den Ratskeller, hervorragendes Essen und selbstgebrautes Bier. In der City kann man gut einkaufen, hier gibt es viele kleine Geschäfte, große Läden und selbstverständlich kann man hier überall etwas Leckeres genießen. So, hier mal unsere Empfehlung, die Nudelschmiede, eine kleine Manufaktur, wo man Nudeln und andere schöne Dinge kaufen kann. Auch abends hat diese Stadt ihren Reiz, da spielt sich vieles drinnen ab. Aber lecker essen und trinken gehört ja dazu.
befinden uns hier vor unserer Unterkunft. Das ist eine schöne Ferienwohnung hier. Es gibt noch mehr solche Unterkünfte. Es gibt Campingplätze hier im Alten Land. Und den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Parken sollte man im Stadeum. Da hat man nämlich die Möglichkeit, wenn man für eine ganze Woche bezahlt, einen Tag geschenkt bekommt. Und das sind Preise, die können sich sehen lassen. Es gibt Tageskarten und Wochenkarten. Schaut mal rein, hier ist die Webseite zum Parken. So, wie kommt man jetzt zum Stadeum? Hier ist das Stadeum. Einfach aufrufen. Und hier ist die Altstadt. Da machen wir unseren schönen Spaziergang. Wer diese schöne Stadt besuchen möchte und auch das alte Land mal richtig kennenlernen möchte, mit Essen, mit Kultur, mit tollen Äpfeln im Herbst, der ist hier genau richtig. Ihr habt auch die Elbe in der Nähe und wunderschöne Radtouren könnt ihr hier machen. Auch für Kanuten ist hier eine Möglichkeit. Es gibt hier genügend Abenteuer auf der Schwinge oder eben auf der Elbe. Den Link des Kanuvereins, um da Kontakt aufzunehmen, habe ich ebenfalls in die Videobeschreibung gepackt. So, ich sag nur, es könnte sein, dass euch das gefällt. Ihr entscheidet das und ich sag nur, tschüss, euer Hanjörg.